Herr Dr. Wissing, wie fanden Sie die Veranstaltung heute? Ich fand das eine sehr gelungene und sehr offene Veranstaltung. Der Austausch war interessant, auch für mich, auch das Feedback, das ich bekommen habe. Und insofern war das sehr angenehm. Das Tête-à-Tête mit den Unternehmen. Ist für mich jetzt nichts Ungewöhnliches. Natürlich spreche ich viel mit auch Unternehmerinnen und Unternehmern. Ich möchte natürlich wissen, wie das Land sich entwickelt, was für Anforderungen gestellt werden, wo wir nachsteuern müssen, was die Menschen brauchen, um erfolgreich zu sein. Und insofern ist das für mich immer bereichernd. Zum Schienennetz. Sie sagten, dass Sie die Sanierung des Schienennetzes beschleunigen wollen, indem Sie marode Streckenabschnitte nicht reparieren, sondern schließen und neu bauen. Erklären Sie kurz, warum das so viel schneller geht. Ja, wir brauchen nicht nur den Ausbau unserer Schiene, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass die 38.000 Kilometer Bestandsnetz wieder in einen Zustand kommen, dass wir darauf pünktlich Züge fahren lassen können. Heute ist es so, dass die Hauptkorridore so marode sind, dass wir immer mehr Baustellen einrichten müssen, um sie zu reparieren. Um das zu durchbrechen, möchte ich die Strecken ab nächstes Jahr nacheinander für kurze Zeit sperren und einmal alles erneuern, also Gleisbett, Gleisanlagen und auch die Oberleitungen. Und gleichzeitig wollen wir dann auch modernere Technik, digitale Technik, Gleiswechselbetrieb und anderes einbauen, damit die Züge danach pünktlich fahren können. Das bringt den größten Effekt in kürzester Zeit. Also fahren die Züge Ihrer Einschätzung nach bald wieder pünktlicher? Ja. Haben Sie einen Zeitrahmen? Wie schnell kann das gehen? Nun, diese Hauptkorridore, die wir quasi für kurze Zeit, nur wenige Monate sperren, um sie zu erneuern, diese Hauptkorridore bringen den größten Effekt, weil wir beispielsweise auf der Riedbahn, das ist die Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim, 20% aller Züge in ganz Deutschland fahren haben. Und wenn es dort zu Problemen kommt, spürt man es nahezu überall, sowohl in Flensburg als auch in Bayern. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Achsen nach Vordermann bringen. Wenn man sich mal vorstellt, 20% aller Züge können schon nach einer 5-monatigen Sanierung der Riedbahn künftig pünktlich fahren. Dann wird jedem klar, das ist ein großer Effekt in kurzer Zeit. Noch was zur Digitalisierung. Erklären Sie doch kurz einmal, was der Bürger von einer schnelleren Digitalisierung der Verwaltung hat. Digitale Verwaltung geht schneller, ist bequemer und sie bringt auch noch Kostenvorteile. Ein Beispiel ist die digitale Kfz-Zulassung, die ich zum 1. September 2023 eingeführt habe. Man kann von zu Hause oder vom Autohaus das Auto zulassen oder ummelden und sofort losfahren. Und die Gebühren, die Zulassungs- oder Ummeldegebühren sind deutlich niedriger. Vielleicht noch ein Beispiel, was künftig ansteht, was Sie noch in Planung haben. Ja, wir planen generell digitale Prozesse. Wir wollen eine E-Identität, also eine digitale Identität, sodass die Kommunikation zwischen Bürger und Verwaltung auf allen Bereichen reibungslos funktioniert. Von zu Hause aus, bequem vom Sofa aus, wie wir immer sagen.